وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Verehrte Brüder im Islam, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dass Allah uns wieder ermöglicht hat, in sein Haus zu kommen. Wie lange ist es schon her, dass wir wieder in Allahs Haus kommen dürfen? Wie lange? So viel Zeit ist vergangen. Wir müssen Allah dafür danken. Wie Allah es sagt, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Und was gleich euch an Gnade trifft, so kommt es von Allah. Deshalb darf der Muslim es nicht vergessen, als allererstes für alles, was ihm Gutes zustößt, Allah zu danken. Das ist die Pflicht eines Muslims, dass er Allah dankt. Und wer Allah dankt, dem gibt er mehr. Allah sagt, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Und als euer Herr verkündete, wenn ihr dankbar seid, werde ich euch ganz gewiss noch mehr Gunst erweisen. Und wenn ihr jedoch undankbar seid, so ist meine Strafe fürwahr streng. Wer dankbar ist, den gibt Allah mehr. Und wer undankbar ist, von dem nimmt Allah die Gnade weg. Wer dankbar ist, den belohnt Allah. Wer dankbar ist, den liebt Allah. Wer dankbar ist, den liebt Allah und lässt die Menschen ihn lieben. Wer dankbar ist, den belohnt Allah damit, dass er keine Angst mehr bekommt. Denn man kann nicht dankbar sein und Angst haben. Eine Eigenschaft Allahs ist, dass er dankbar ist. Shakur. So sei auch du dankbar. Sei auch du dankbar. Und zur Dankbarkeit Allahs gehört, dass du den Menschen auch dankbar bist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith, derjenige ist Allah nicht dankbar, der den Menschen nicht dankt. Derjenige ist Allah nicht dankbar, der den Menschen nicht dankt. Und in der Überlieferung, die Auslegung dieser Überlieferung des Hadith, heißt es, gibt es zwei Auslegungen. Die erste sagt, wer sich nicht daran gewöhnt hat, dass er den Menschen dankt, sondern alles ist für ihn selbstverständlich. Deine Frau kocht für dich, deine Mutter kocht für dich, normal. Du bekommst ein Geschenk, normal. Alles, was dir zustößt, normal. Ein Danke kommt nicht aus seinem Mund. Wer sich nicht bedankt, der wird auch Allah nicht danken. Denn alles ist normal für ihn. Selbstverständlich. Natürlich habe ich doch verdient. Der ist undankbar. Und die zweite Auslegung ist gefährlicher. In der zweiten Auslegung heißt es, wer den Menschen nicht dankt, der kann Allah nicht danken. Allah nimmt seinen Dank nicht an. Deine Frau kocht für dich, dein Kind bringt dir was zu essen. Du sagst, Allahumma lak alhamd, ja Allah, danke für das schöne Essen. Allah nimmt diesen Dank nicht an, weil du dieser Frau, die stundenlang in der Küche saß und stand und sich verbrannt hat, und ihre Gebete schnell gebetet hat, damit du was zu essen bekommst, nicht mal ein Danke aus deinem Mund gekommen ist. Allah nimmt diesen Dank nicht an. Deshalb gewöhne es dir an, dass du Danke sagst. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, in welcher Sprache auch immer. Ein Muslim ist dankbar. Und es hat nichts mit Glauben zu tun, wem er dankt. Du kannst einem Nicht-Muslim danken, der dir ein Geschenk macht. Und deshalb danken wir auch der deutschen Regierung dafür. Und auch den Ärzten und den Forschern, die sich anstrengen, und auch die Menschen im Einkaufsladen, die Verkäuferin, dass sie ihnen sagt, danke, dass sie das für uns tun. Auch die haben Angst. Trotzdem stellen sie sich dahin. Und wir müssen auch etwas zurückgeben. Mindestens ein Danke soll aus deinem Mund kommen. Denn es bringt so viel. Was kostet es dich, Danke zu sagen?
Und es bringt doch so viel. Die ganze Mühe ist vergessen. Die ganze Anstrengung ist vergessen mit einem Wort. Danke. Liebe Brüder, was für eine große Ehre, dass wir wieder in Allahs Haus dürfen. Ihr gehört zu den ersten Muslimen, die wieder in Allahs Haus dürfen. Ihr wurdet auserwählt. Viele sind nicht gekommen. Viele konnten nicht kommen, durften nicht kommen. Viele sind vielleicht krank. Viele wussten nicht, dass wieder Jumma gebetet wird. Viele haben ihre Sünden gefesselt und sie davon abgehalten, in die Moschee zu kommen. Und noch trauriger ist, dass viele immer noch Angst haben, in die Moschee zu gehen. Und was ärgerlich ist und was mich immer wieder aufregt, ist, dass ich Leute sehe, die einkaufen gehen und sich freuen und sich unterhalten und lachen und keine Angst haben, aber Angst haben, in Allahs Haus zu kommen. Das ist vom schwachen Glauben. Ein Iman ist schwach. Denn wer ist der Beschützer? Wer entscheidet, ob du lebst oder stirbst? Wer entscheidet, ob du gesund bleibst oder krank wirst? فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ Allah ist der beste Beschützer und er ist der beste, der Erbarmer und der Barmherzige. Deshalb musst du auf Allah vertrauen. Sei kein Angsthase. Es gibt begründete Angst. Jemand ist krank und jemand ist im fortgeschrittenen Alter und ist schon angeschlagen und hat Angst. Vielleicht, der hat seine Entschuldigung bei Allah, aber jemand hat keine Angst vor Arbeit und hat keine Angst vor Einkaufen, aber Angst vor Allahs Haus. Vertrau auf Allah. Allah sagt, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Und auf Allah sollt ihr vertrauen, wenn ihr wirklich Gläubige seid. Beweis, dass du ein richtiger Gläubiger bist und dass du keine Angst hast. Nur von Allah. Denn Allah ist der Beschützer. Möge Allah uns alle beschützen. Uns und unsere Familien und unsere Freunde und alle Muslime und auch alle Nicht-Muslime. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vielen von uns kommt es etwas merkwürdig vor, dass man jetzt in Abständen betet und mit Maske vielleicht. Und das ist auch gut so. Dass du dich nicht ganz wohl fühlst, ist ein Beweis dafür, dass dein Herz noch lebendig ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir so beten. Aber ihr sollt wissen, das Gebet ist gültig. Und das ist die Hauptsache. Dass Allah es von dir annimmt. Normalerweise wäre es makruh. Aber da wir einen Grund haben, eine Entschuldigung bei Allah, ist es eine erlaubte Sache und man wird von Allah noch belohnt, weil man so viel für Allah einsetzt. Stell dir vor, du hast deinen rechten Arm gebrochen. Du kannst nicht mehr mit rechts essen. Du bist gezwungen, mit links zu essen. Es wird auch ein merkwürdiges Gefühl sein. Am Anfang wirst du sagen, du fühlst dich unwohl. Dieses Gefühl, weil du es nicht gewohnt bist, weil uns Muslimen nicht erlaubt ist, mit links zu essen. Aber in Ausnahmezustand musst du mit links essen und du wirst dafür belohnt. Genauso ist es in dieser Zeit, in dieser Corona-Krise, dass wir das Beste daraus machen, dass wir positiv denken, dass wir Allah danken, dass wir überhaupt wieder hier beten dürfen. Es ist also erlaubt, so zu beten, mit Mundschutz und auch mit Abstand. Eine Frage an euch. Habt ihr die Moschee vermisst?
Ich habe mich gefragt, wie sich wohl derjenige gefühlt hat. Wie sich wohl derjenige gefühlt hätte, derjenige, der im Hadith erwähnt wurde. Derjenige, der im Schatten Allahs sein darf, einer von ihnen, dessen Herz in der Moschee liegt, dessen Herz mit der Moschee verbunden ist, der so die Moschee liebt, dass sein Körper rausgeht, aber sein Herz ist noch in der Moschee. Dieser Mensch, der im Hadith erwähnt wurde, wie hätte sich derjenige gefühlt, wenn ihm nicht erlaubt wäre, in die Moschee zu gehen? Und ich habe Leute gesehen, die wegen der Schließung der Moschee geweint haben, erwachsene Männer. Ich habe Leute im Video gesehen, die vor der Moschee, vor der abgeschlossenen Moschee gebetet haben. Die Moschee ist abgeschlossen, aber er kann es nicht mehr aushalten. Er muss in die Moschee gehen. Das sind diese Menschen. Wie ist es dir ergangen, diese Zeit? Wie sehr hast du die Moschee vermisst? Was war das für eine Zeit für dich ohne Moschee? Und hast du den Wert der Moschee schätzen gelernt? Und was nimmst du dir für die Zukunft vor? Wir befinden uns mit dem heutigen Tag, ist die Hälfte von Ramadan vorbei. Und nächste Woche beginnen die letzten 10 Nächte. Und schon bald wird es heißen, Ramadan ist vorbei. Nutz also deine Zeit. Die Moscheen haben ab dem Asr-Gebet, ab heute, geöffnet. Zu den Pflichtgebeten kommt man pünktlich und darf die Pflichtgebete mitbeten. Mit Abständen aber, Alhamdulillah, der Muslim denkt positiv. Er nimmt jede Hasana mit. Es sind nur noch wenige Tage. Ein Punkt, meine lieben Brüder. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, vor Ramadan, als in den Medien kam, Ramadan soll verschoben werden. Denn die Leute können in der Corona-Krise nicht fasten. Liebe Brüder, wir lernen, Shaitan und seine Anhänger haben gelogen. Der Satan und seine Freunde von den Nicht-Muslimen oder Leute, die sich dem Islam zuschreiben, haben wie immer gelogen. Und es ist immer so, dass kurz vor Ramadan der Shaitan nochmal angreift, denn er weiß, er wird gefesselt. Und flüstert den Menschen ein, du schaffst es nicht zu fasten. Du bist zu schwach, so lange Zeit, ohne Essen, ohne Trinken, ungesund. Und hört das wieder und wieder und nimmt sich vor, ich faste doch nicht, ich schaffe es nicht. Und ich habe Leute gesehen, die nicht gefastet haben. In Betrieben gearbeitet haben, klimatisiert. Und Leute, sehr viele Muslime, die fasten, aber er fastet nicht. Ach, ich schaffe nicht. Und ich habe Leute gesehen, Wallahi, unter der Sonne, Bauarbeiter. Unter der prallen Sonne, auf dem Markt, 50 Grad und fastet. Der Shaitan sagt, du schaffst es nicht. Und die Shayatine sagen, Corona-Zeit, schaffst du nicht zu fasten. Wir wissen, dass sie Lügner sind. Und immer wieder kommt das. Wir haben ihnen das Gegenteil bewiesen. Der letzte Punkt, meine lieben Brüder, ist Dua. Wie der Prophet, wie ihr wisst, sagt, das Bittgebet des Fastenden wird nicht abgewiesen, wird angenommen. Wird angenommen, ihr fastet, eure Familien fasten. Und vielleicht nimmt Allah von einem von euch das Bittgebet an, und wir haben diese Krise überwunden. Also sprecht euer Bittgebet vor dem Fastenbrechen, dass du sagst, ja Allah, befreie uns von dieser Epidemie, von dieser Pandemie. Ja Allah, lass ein Gegenmittel finden. Und es kann so schnell gehen. Es ist nur Allahs Entscheidung. Kun fayakun. Sei und es ist. Allah braucht nur einen dieser Wissenschaftler,
eine Idee zu geben. Und er denkt, er hat es erfunden. Aber Allah erlaubt, dass er das findet. Und es gibt für jedes, für jede Krankheit, gibt es ein Heilmittel, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Für jedes, für AIDS, für Krebs, für alles. Aber die Leute wissen es nicht. Nur ein Dua von dir, von deiner Familie, von deiner Mutter, von einer alten Frau, von einem kleinen Kind. Und wir haben diese Krise nicht mehr. Deshalb, denk daran, wenn du dann Fasten brichst, dass du ein Dua sprichst mit deinem Herzen zu Allah. Auf dass Allah dich und deine Familie beschützt. Möge Allah uns beschützen. Möge Allah uns und unsere Familien beschützen. Unsere Verwandten beschützen. Unsere Freunde beschützen. Amin, amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ajma'in. Wa aqimis salat.